gladiators, take the stand. Einem Schützenfest folgt auch schon das nächste. Meister Salzburg lässt auch der Admira nicht den Hauch einer Chance und feiert einen 5:0 Kantersieg. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein FC Red Bull Salzburg mit Manuel Ortlechner. Hallo Orti. Servus. Hey. Ja Orti, 6:0 gegen St. Pölten, 5:0 gegen die Admira. Ist Salzburg noch dominanter, als es in den Vorsaisonen waren? Ja, die Liga hat gehofft, dass es nicht so ist, aber wenn man sich die letzten Ergebnisse ansieht, dann sprechen die schon eine eindeutige Sprache. Und ich glaube, der Slade Junusovic hat in den letzten Tagen auch einmal hinreißen lassen und auch die Frage hin, ob es passieren könnte, dass die Mannschaft überhaupt ohne Niederlage die Saison beendet. Also langsam könnte ihnen es auch zutrauen, weil so wie sie jetzt auftreten und auch egal welches Personal auftritt, sie sind einfach überragend und sie nehmen auch niemanden auf die leichte Schulter, sondern auch Aufgaben wie Admira absolvieren sie wirklich sehr, sehr fein. Ja, dann blicken wir zurück und dieser Blick zurück macht aus Salzburger Sicht natürlich richtig viel Spaß. Gerfried Bröll mit den Highlights der Partie. Beim Pflichtspieldebüt von Maximilian Wöber feiern die Bullen den nächsten Kantersieg. Beim ersten Treffer hilft Schiedsrichter Lechner allerdings ein wenig mit. Schösswender berührt zwar Wang, aber er fault ihn eigentlich nicht. Der Koreaner verwertet selbst in der 22. Minute zum 1:0. Wang wird von seinen Landsleuten in der Bullenarena gefeiert. Dann reagiert Dominik Szoboszlai nach einem Schiedsrichterball am schnellsten. Über Minamino kommt der Ball zu Wang und der Koreaner innerhalb von 2 Minuten mit dem Doppelpack 2:0 gegen die Admira. Sebastian Bauer dazu schläfrig in dieser Situation. Und wieder nur 4 Minuten später der nächste Treffer, Fehler der Admira im Spiel. Aufbau von Bakisch und Erling Haaland schaltet am schnellsten staubtrocken von der Strafraumgrenze aus zum umjubelten 3:0 in der 28. Minute. Innerhalb von 5,5 Minuten 3 Treffer für die Salzburger, die nach der Pause dann ein wenig brauchen. Aber nach 71 Minuten ist es soweit. Der eingewechselte Patson Daka trifft und er jubelt in bewährter Manier, zwirbelt den Ball da an Andreas Leitner und Christoph Schösswender vorbei. Dann das Foul in der 80. Minute von Lukacevic, diesmal unbestritten an Haaland. Und der Elfmeter wird verwertet von Sekou Keuter zum Endstand von 5:0 für die Salzburger. Ja, beeindruckend also die Salzburger ein weiteres Mal. Jesse Marsch, der setzt neue Standards, ist als erster Bundesliga-Trainer, hat er seine ersten 5 Ligaspiele gewonnen. Die Salzburger haben in diesen ersten 5 Bundesligaspielen 22 Tore erzielt und die Heimrekordserie ist auf 67 Pflichtspiele ohne Niederlage ausgebaut worden. Otti, ich glaube, es ist so beeindruckend, dass man eigentlich gar nicht mehr viel dazu sagen braucht. Sie sind seit über 1000 Tagen zu Hause und geschlagen, die Salzburger. Ja, vor allem das Beeindruckende zu dieser tollen Statistik ist einfach, dass eigentlich jede Mannschaft, wenn ich jetzt versuche, die erste Mannschaft zu sein, die diese unfassbare Serie auch beendet. Und trotzdem schaffen es die Salzburg immer wieder auch mit diesem Druck umzugehen, dass es ihnen gelingt, diese Serie zu verteidigen. Also da muss ich schon sagen, da gehört schon sehr, sehr viel dazu, sehr, sehr viel Qualität, unglaublich viel Mentalität. Und da haben sie genau den richtigen Trainer auch dafür, weil der predigt es ja eh ohne Ende, wie viel Mentalität er auch einfordert, wie viel Siegeswillen der Mannschaft. Sie ist hungrig ohne Ende und ich freue mich auch schon jetzt mit der Mannschaft auch auf die Champions League. Saison, weil ich auch gespannt bin, wie sie dort performen. Also es schaut schon sehr, sehr gut aus momentan, wenn man Richtung Westen blickt. Ja, zum ersten Mal mit dabei in der Startelf in der Bundesliga war Maximilian Wöber. Wie hat dir der gefallen? Ja, es ist schwer einzuschätzen. Man weiß ja, welche Qualität er mitbringt. Er hat unter der Woche eigentlich sein Debüt gefeiert bei dem Test gegen Blau-Weiß Linz, wie auch Smail Prevliak. Er war nicht wirklich gefordert, dass er ein Riesentalent ist. Wissen wir eh alle miteinander. Also ich bin gespannt, wenn er noch einmal fit ist und noch besser integriert ist, dann auch, wenn er seine Stärken auch ausspielen kann, speziell auch in seinem Passspiel. Das ist ein sehr intelligenter Spieler, überhaupt ein intelligenter Bursche. Bin ich schon gespannt. Ja, dann hören wir doch mal rein, wie er sein Bundesliga-Debüt für die Roten Bullen erlebt hat. Debüt gelungen, 5:0 zu Hause gegen die Admira. Wie gemütlich, wie stressfrei war es denn für Sie da hinten drin? Ja, stressfrei ist so eine Partie nie, aber natürlich macht es einfacher, wenn man in der ersten Halbzeit 3:0 führt. Dann kann man locker und befreit aufspielen und muss dann nichts mehr zwingen. Von dem her, glaube ich, war es ein sehr gelungener Einstand. Gibt es im Training stärkere Konkurrenz mit Haaland und Co., als es heute die Admira gezeigt hat?
Ja, auf alle Fälle die individuelle Qualität bei uns und vor allem die Trainingsqualität ist sehr, sehr hoch. Von dem ist natürlich die Herausforderung, gegen Haaland oder gegen unsere Japaner und Chinesen zu sprinten, natürlich eine andere, sage ich einmal. Generell, Sie sind jetzt ein paar Tage hier in Salzburg. Haben Sie den Red Bull-Stil schon intus, das immer brav nach vorne verteidigen, auch als Innenverteidiger? Ja, ich bin ja von Ajax Amsterdam, die einen ähnlichen Spielstil haben, vielleicht nicht ganz so extrem, aber ziemlich denselben eigentlich gewöhnt. Von dem her brauche ich da jetzt keine große Anpassungsphase, sondern weiß, wie das System funktioniert. Ja, Orti, was glaubst du, wird Maxi Wöber Fahrt werden in der Red Bull Salzburg-Defensive, zumindest in der Bundesliga? Nein, das glaube ich jetzt auch wieder nicht, weil wir haben schon auch sehr gute Stürmer innerhalb der Liga. Es gibt auch sehr schnelle Spieler innerhalb der Liga, teilweise auch von dem Salzburg ausgeliehen an die Gegner dann. Also es kommen schon noch viele Sprintduelle auf ihn zu, wo er dann zeigen kann, was er im Training mit den anderen Kollegen dann gelernt hat. Weil man darf nicht vergessen, die Salzburger, die ja sehr aktiv spielen, stehen auch sehr hoch. Und dadurch gibt es dann immer auch wieder Räume im Rücken. Also da ist auch einer der Gründe, warum sie ihn wahrscheinlich geholt haben. Ja, ebenfalls ganz und gar nicht Fahrt war Slatko Junusovic und Smail Prevljak in unserer neuen Rubrik Wer weiß mehr. Bin ich jetzt Dolmetscher für oder? Zickler. Janko. Aufhauser. Ivan Schitz. Manninger. Das gibt's ja nicht, das ist das Richtige. Heute gegen wen habe ich da alles gespielt? 2, 5, 2, 6. Lass mich kurz überlegen. Ja, ich habe gewonnen. Na, weißt du nicht? Nein, weiß ich. Ja, schick. Gib auf. Nein, warte, ich überlege auch noch. Jawohl, Punkt für mich. Ist er nach der Reihe oder nein, der Reihe? Okay, Jara. Trapattoni. Zehn Co-Trainer auch? Nein, Trainer noch. Ja, ich frag mich. Ja, Trainer. Hat er schon seinen Trainer? Im Kopf, was denn? Dick Advokat. Advokat, ja? Na, warte, wie heißt der Rollen? Ist falsch? Ja. Na, wer ist denn heute? Du, Adrianse. Adrianse, den habe ich im Kopf. Ja, ist falsch. 1-2. Ich komme hier auf 8. 1-2. Was rede ich? Adrianse, warum sage ich nicht einfach? Okay. Schade, einfach Rose. Konyaspor. Leipzig. Ja. Also das war letztes Jahr, ne? Ja. Letztes Jahr. Sociedad. Wie? Sociedad. Ja. Ja, stimmt. Celtic. Fünf, warte. Ja, Dortmund. Ja. Marseille. Rosenborg. Lazio. Braga. Blanchez. Wie? Braga. Portugiesen. Braga. Portugiesische Mannschaft. Ja, portugiesisch oder nicht, aber Braga ist gut. Ja. Nee, nicht Braga. Ja, ist ja schon Marisch. Ja, aber das ist nicht Braga. Janko. De Boer. Soriano. Roland Linz. Bitte schwierig, gell? Meierhofer. Meierhofer. Janča. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Zickler. Fünf. Ja, Okay. Bastic. Ha 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 ha!
Alar. Den Jalar. Ich gebe meinen Torschützenkönig. Vielleicht, aber nicht in der Bundesliga. Und ist Rekord. Alarm. Alar. 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 Von Salzburg. Wäre auch falsch. Pech für dich. Leider verloren. Slatko Jumusovic, der Gewinner bei Wehrmeister. Brett. Hast gut gemacht. Otti, wie hoch ist der Unterhaltungsfaktor mit den beiden Kandidaten? Also wenn es nach mir ging, hätte es Minuten weiter dauern können, also großartig die zwei. Ja, in dieser Woche, Otti, wird es ernst für die Salzburger. Champions League Gruppenauslosung in Monaco am kommenden Donnerstag. Vielleicht nicht unbedingt bestimmte Mannschaften, aber was würdest du dir denn wünschen für die Salzburger? Ja, ganz klar. Attraktive, aber schlagbare Gegner natürlich. Aber ich sage einmal so, in dieser Phase, in der sich Salzburg jetzt gerade befindet, auch wo alles so ein Rädchen ins andere greift, ist ihnen sowieso so viel zuzutrauen, da können sie beinahe fast alle in Europa schlagen. Ja, vor allem der Ex-Salzburger Xaver Schlager, der würde nicht gerne mit seinem ehemaligen Kollegen in eine Gruppe gelost werden. Für die Gegner ist Salzburg ein sehr unangenehmes Los. Also ich würde nicht gerne mit einer der Gruppen sein, weil sie einfach sehr unangenehm zu spielen sind und einfach unberechenbar und du weißt nie, was da passiert. Also die können auch einfach mal drüber fahren an einem guten Tag und du weißt nicht, wie's dir oder was passiert ist gerade. Ja, Otti, wahre Worte von Xaver Schlager, würde ich sagen. Nein, ich bin schon sehr gespannt. Lass uns überraschen, was da kommt. Am Wochenende geht's dann gegen die WSG Tirol, gegen den Aufsteiger. Und über diese Partie und auch über die Champions League Auslosung sprechen wir dann am kommenden Montag in einer weiteren Ausgabe von Dein Verein FC Red Bull Salzburg. I'm at a party I don't wanna be at. And I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Take my hand, finish my drink, say, shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Don't think I-